Mein Name ist Igor Miladinovic. Ich bin hier an der FH Campus Studiengangsleiter von Bachelorstudiengang Computer Science and Digital Communications und von dem neuen Masterstudienprogramm Software Design und Engineering. Ich werde Ihnen heute etwas über 5G erzählen. Ich werde das nicht technisch machen. Mir geht es mehr darum, dass wir verstehen, was das für uns bedeutet, für die österreichische Industrie. Hier ist so die Agenda. Zuerst geht es darum, wozu wir überhaupt 5G brauchen. Wir haben jetzt 4G, 4G wurde ausgerollt, damit haben wir ganz schöne Geschwindigkeiten. Wir können mobil HD-Videos anschauen, das funktioniert alles gut. Wozu dann 5G überhaupt? Dann geht es um die Hauptziele von 5G, weil 5G ist etwas Lebendiges. Das wird jetzt spezifiziert und es gibt nur Ziele, die Organisation, die das spezifiziert, 3GPP sich gesetzt hat und wir werden sehen, wie diese Ziele erreicht werden. Dann geht es um die Beispiele aus der Wirtschaft. Da werde ich Ihnen zwei ganz konkrete Beispiele zeigen, wo uns 5G helfen kann. Und am Ende mache ich so eine kurze Empfehlung aus meiner Sicht und eine Konklusion. So, das hier ist eine Grafik von Deutsche Telekom. Ich werde während meines Vortrags einige Firmen erwähnen. Das ist einfach deswegen, weil ich diese Beispiele als passend finde und nicht, weil ich irgendwelche Firmen bevorzuge. Hier sehen wir eine interessante Grafik von der Evolution von Mobilfunk. Das Ganze hat mit D-Netz angefangen. Das war ein Analognetz. Die Telefone waren schwer und groß, üblicherweise in einem Auto. Und ganz wenige Menschen haben das wirklich benutzt. Mit 2G ist da auch die Digitalisierung gekommen in der Sprachübertragung, was Mobilfunknetz betrifft. Und das war auch der Durchbruch von mobilen Geräten. Dann ist 3G gekommen mit mehr Datenrate. Man hat bemerkt, okay, es ist ganz nett, dass man unterwegs telefonieren kann. Internet unterwegs wäre noch besser. Und 4G geht auch in die Richtung mehr Datenrate. Diesen Unterschied zwischen 4G und 3G, also dass man so telefoniert oder so das Handy anschaut, liegt mehr an Endgeräten als an das Netz selbst. Dann sind Smartphones gekommen mit größeren Displays, mit viel mehr Möglichkeiten. Das Netz hat nur mehr Bandbreite oder mehr Datenrate angeboten. Und 5G bedeutet doch eine große Änderung. Da geht es darum, dass wir viele Objekte miteinander vernetzen. So wie das letzte Bild hier, so vereinfacht dargestellt. Gut, das wird jetzt nicht mehr geswitcht aus irgendeinem Grund. Ich kann jetzt das, was ich sehe, nicht Ihnen zeigen. Das ist nicht so gut. Ich versuche es nochmal mit. Ja, jetzt geht es wieder. Also 5G, da reden wir von 8 Hauptzielen, die sich 3GPP gesetzt hat. Ich habe diese 8 Ziele auf 3 reduziert, weil das sind die 3, die für uns am ehesten eine große Bedeutung haben. Die anderen sind sowas wie Verfügbarkeit oder Netzabdeckung, Energieverbrauch. Die 3 Ziele, die wir hier besprechen werden, sind hier dargestellt, symbolisch. Das erste Ziel ist die hohe Datenrate. Da geht es darum, dass wir Datenraten haben werden, die 10 bis 20 Mal höher sind als mit 4G oder LTE heute. Da reden wir von der direkten Konkurrenz zu Fiber to the Home, also zu Glasfaser bis zum Haustür. Also wir reden, also 3GPP redet von 10 bis 20 Gigabit pro Sekunde, realistisch werden wir 1 Gigabit pro Sekunde haben und das ist auch sehr viel. Was noch 5G anbieten wird, ist Datenrate für Objekte, die sich schnell bewegen. Autos. Und da reden wir von 15 bis 50 Megabit pro Sekunde, wobei 50 Megabit pro Sekunde ist bis 250 km/h. 15 ist eher so für Flugzeuge gedacht. Gut, soweit ist eine ganz normale Entwicklung, weil jeder Schritt von 2G, 3G, 4G war auch so 20 Mal schneller. Es gibt andere Neuigkeiten. Das, was hier ganz wichtig ist für 5G,
Wir werden in der Lage sein, viel mehr Geräte zu adressieren. Bis zu 1000 Mal Geräte pro Quadratkilometer verglichen mit der jetzigen Technologie. Und das ist schon ein großer Unterschied für Internet of Things. Die Folie davor hat gezeigt, dass wir mit 5G 500 Milliarden Geräte adressieren wollen. Bis 2020, da gibt es Prognosen, die sagen, so, wir werden 2020 20 bis 50 Milliarden vernetzte Geräte haben. 5G wird 2020 wahrscheinlich starten und uns einige Jahre begleiten. Das heißt, mit 5G müssen wir schon jetzt mit 500 Milliarden Geräten rechnen. Oder wenn sich diese Objekte schnell bewegen, dann wird es etwas weniger sein, aber immer noch sehr viel, 4000 Geräte pro Quadratkilometer, wenn sie sich mit 250 km/h bewegen. Und der letzte Punkt ist die Latenzzeit, die wird auch stark reduziert. Das Ziel ist eine Millisekunde. Man muss sich das so vorstellen, in 5G wird es auch möglich sein, dass die Geräte miteinander direkt kommunizieren. Nicht über das Netz, so wie heute, also über das Netz wird auch gehen, aber auch direkt. Es wird möglich sein, dass man mit 5G eine Drohne zum Beispiel steuert. Und ganz wichtig, man sollte jetzt nicht glauben, 5G wird kommen und wir werden das alles gleichzeitig haben. Es wird wahrscheinlich so sein, dass sich einige Sachen ausschließen. Zum Beispiel hohe Datenrate, sehr viele Geräte und kurze Latenzzeiten gleichzeitig wird nicht 2020 möglich sein. Was ich mir vorstellen kann, hohe Datenrate und geringe Latenzzeiten, zum Beispiel für Virtual Reality, da ist es ganz wichtig, wenn wir den Kopf bewegen, dass wir das passende Bild kriegen. Setzt Sensorik in diese Brille, meldet, wie wir den Kopf bewegt haben, dann muss das neue Bild kommen, damit wir da sehen, was wir sehen sollen. Und das muss schnell gehen, ansonsten wird jemandem schlecht. Oder hohe Anzahl an vernetzten Geräten und geringe Latenzzeiten für so kritischen Applikationen, die in Echtzeit funktionieren sollen. Das heißt, ich sehe die zwei Sachen auf der linken Seite, dass sie sich eher ausschließen. Hohe Datenrate und viele Geräte eher nicht gleichzeitig, zumindest nicht am Anfang. Da ist eine Darstellung von der Firma Huawei. Es gibt drei große Hersteller im Mobilfunk heutzutage. Das ist Ericsson, Nokia und Huawei. Das ist hier zufällig Huawei gewählt, ohne irgendwas bevorzugen zu wollen. Ich finde die Darstellung ganz nett, weil da sieht man, was früher mit 2G, 3G und 4G möglich war, in diesen drei Dimensionen. Das heißt, da haben wir Throughput, das ist die Datenrate. Oben haben wir Geräte pro Quadratkilometer. Und rechts haben wir Latenzzeiten. Das sind genau diese drei Säulen, die wir jetzt besprochen haben. Und da sehen wir, welche Applikationen was brauchen. Zum Beispiel eine Emergency-Applikation braucht viele Geräte, viele Sensoren und sehr kurze Latenzzeiten, aber die Datenrate muss nicht besonders hoch sein. Gut, jetzt kommen wir zu den zwei Beispielen aus der Praxis. Das ist eine Smart Factory von Audi. Das heißt, die Fließbandproduktion war ganz nett, wenn wir immer die gleichen Produkte produziert haben. Bei den Autos ist es jetzt ganz stark, dass sie sehr individuell sind. Und wenn Autos irgendwas brauchen, was nicht oft bestellt wird, zum Beispiel eine Standheizung, dann kommt es zu Stehzeiten, weil bestimmte Stationen umgerüstet werden müssen. Das, was Audi jetzt testet mit der Firma Arculus, das ist ein Startup, ist diese modulare Fabrik, wo die Stationen stehen und die Autos sich selbstständig mit Plattformen von einer zu anderen Station bewegen, sich dort selber die Teile bestellen, die für dieses Auto eingebaut werden sollen und so wandern diese Autos durch die ganze Fabrik und irgendwann sind sie fertig. Die erwarten damit eine Produktionssteigerung von 20%. Die haben, das ist heute schon Realität, sie haben mit 4 Stationen gestartet und sie planen bis zu 200 solche Stationen. Ein zweites Beispiel ist eine Masterarbeit von mir, wo ein Student aus einer niederösterreichischen Firma in der Verpackungsindustrie den Einsatz von Augmented Reality Brille evaluiert hat. Sie haben das in der Firma als Pilotprojekt eingeführt, hat die Prozesse davor und danach verglichen und die Ergebnisse sind wirklich sehr interessant. Das zweite Beispiel, wo auch unsere FH beteiligt ist, ist Open Rail Lab. Das ist so eine Eisenbahnteststrecke mit vielen Partnern. Unsere FH ist ein Teil davon, zuständig für Sicherheit und Communications. Dort arbeiten wir gemeinsam mit der TU Wien und A1.
Und das Ziel ist es, einen Bahnhof smart zu machen und vor allem sicherer. Da sehen Sie hier links einen Bahnübergang und das wollen wir mit Sensoring ausstatten, sodass man Dinge sieht, die man jetzt als Zugführer nicht sehen kann, weil hinter einem Haus ein Auto sich bewegt. Das heißt, im ersten Schritt werden diese Daten einem Fahrer angezeigt und im zweiten Schritt planen wir dort selbstfahrende Züge einzuführen. Gut. Und so komme ich zum Schluss von meiner Präsentation. Das sind die Punkte, die mir wichtig wären, dass Sie sie so mitnehmen aus diesen 15 Minuten. Der erste Punkt ist, 5G ist eher eine Revolution und nicht eine Evolution. Wir sehen in jedem Bereich, wir sehen eine Verbesserung von 20 oder 100 Mal. Also wir reden nicht von 20% schneller, 30% schneller, also wir reden von ganz anderen Dimensionen. Dann 5G bedeutet für uns nicht wirklich viel. Es geht um die Digitalisierung und 5G ist ein Enabler, ein Beschleuniger für diese Digitalisierung. Wir sollten uns auf die Digitalisierung vorbereiten und 5G wird uns da unterstützen. Es werden viele Sachen möglich sein, die jetzt noch undenkbar sind. Und wir können Sie als Fachhochschule gerne dabei unterstützen, wie Sie damit starten. Was ganz nett ist, wir haben noch etwas Zeit mit 5G, also vor 2020 wird da nichts kommen, sehr wahrscheinlich. Und wir können viele Szenarien schon jetzt mit 4G oder mit WLAN oder anderen Technologien testen. So wie halt Audi. Also jetzt mit 4 Stationen testen, noch kein 5G und später. Es ist ganz wichtig, dass die Architekturen, die wir heute entwickeln, 5G-fähig sind. Und der letzte Punkt ist diese Open Rail Lab. Das können Sie sich auch im Internet anschauen. Es sind einige Informationen verfügbar. Ein wirklich ambitioniertes und nettes Projekt. Und das könnte ein mögliches Pilotprojekt auch für 5G sein. So, Dankeschön.